Hallihallo und ganz herzlich willkommen zurück bei Reingeschein Star Wars The Old Republic auf Seiten des Imperiums. Ich fackel nicht lange, ich lege gleich los, denn wir müssen hier diese komischen Codezylinder einsammeln und das werden wir machen. Meint ihr, wir können uns da einfach hinschleichen, ohne gegen irgendjemanden zu kämpfen? Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Jawohl, es funktioniert. Damit haben wir schon mal Nummer 1. Den südlichen Codezylinder haben wir jetzt schon mal eingesammelt. Dann können wir uns jetzt um die anderen drei kümmern. Ganz praktisch, dass die Aufgaben manchmal so auf dem Weg einfach verteilt liegen. Ja, ganz prima, prächtig. Mal was anderes, als immer nur von Questgeber zu latschen. Ich sollte mich vorher noch mal so ein bisschen orientieren, ob das hier was wird. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier lang müssen oder ob wir lieber die nächste Abzweigung hätten nehmen sollen. Ah, oh, wir werden angegriffen. Von wo denn? Von wo denn? Ach nee, ich habe den nur aus Versehen ins Target genommen. Oh Mann. Ja, ja, so kann es passieren, ihr Lieben. Da haben wir den nächsten. Wunderprächtig. So, bei der Aufnahme für die Republik ist mir letztens der Server abgeschmiert, weil ich natürlich genau am Patchday aufnehmen musste, ich Nasenbär. Ich hatte nämlich bis dato noch nicht aufgenommen und das war dann an einem Dienstag. Und da habe ich dann festgestellt, so ups, da ist der Patchday. Und es waren auch noch ziemlich lange Wartungsarbeiten von 9 bis 16 Uhr, glaube ich. Und ja, dann habe ich dann gepatcht halt irgendwie um 4:30 oder sowas und der Patch ging auch relativ fix, war dann schnell fertig gewesen und dann so nach, ja weiß ich gar nicht, 20, 25 Minuten ungefähr, rauchten auf einmal die Server ab. War nicht so schön, jetzt sind noch ein paar Tage ins Land verstrichen. Oh, Stufe 5, weil wir hier was erkundet haben, was Neues gefunden haben. Dafür gibt es ja dann auch immer ein paar Punkte. Ja, und jetzt sind jedenfalls ein paar Tage ins Land gegangen und ich hoffe, die Server laufen jetzt wieder einigermaßen stabil. Ja, das, so ist es immer, wenn Patches kommen. Also was heißt immer? Nicht immer, aber da ist halt die Gefahr groß, dass irgendetwas daneben geht. So, ich denke mal, hier müssen wir uns ein bisschen durchprügeln. Oh, da werden wir schon angegriffen von hinten. So, wir können ja sowohl Nahkampf als auch ein bisschen Fernkampf. So, hey. Was ganz praktisch ist, weil dann können wir schon mal auf dem Weg dahin, wenn wir gerade dabei sind, einen angreifen zu wollen, können wir dem schon mal so ein bisschen was reinklatschen hier. Oh, 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 oh. Ich finde dieses, ich finde es einfach total toll, wie das aussieht. Ja, wenn man im Nahkampf kämpft. Aber das ist ja noch kein richtiges Laserschwert, was wir hier haben. Das kommt hoffentlich bald, noch irgendwann. So, zack, da werden die ganzen Dinger hier schockiert. Die armen Kollegen, so. Ja, ich wurde übrigens gefragt, es war wohl doch schon ziemlich krass, dass ich da den einen Kollegen, so auseinandergenommen habe. Aber ich möchte euch ja hier wirklich die ganz krassen Gegensätze zeigen zwischen Gut und Böse. Man muss nicht zwangsweise hier auf total böse spielen. Wir spielen zwar für das Imperium, aber man kann auch hier ein guter Sith sein oder ein guter imperialer Agent oder was auch immer. Man muss nicht zwangsweise die Leute quälen. Ich hätte es nicht tun müssen. Ich hätte auch so alles weitere rausbekommen, glaube ich zumindest, beziehungsweise wäre die Quest dann halt anders weitergegangen. Aber, wie gesagt, ich wollte es euch ja zeigen und wir wollten ja auch böse sein und ihr wolltet mal die böse Schei erleben und, tja nun, das habt ihr nun davon. So, jetzt wollte ich gerade gucken, was wir hier drinnen machen müssen, da werden wir angegriffen. Oh, die machen aber Schaden. Heieieiei, die machen guten Schaden hier. Ich dachte gerade, der ganz links, der greift gar nicht an, aber macht er doch. Sah gerade nur etwas verwirrt aus, hier der Gute. So, mit seiner kleinen, süßen Mini-Wasserpistole hier. Ah, jetzt packt er natürlich auch so ein Schwert aus, war ja klar. So, jetzt wollte ich mal eben gucken, was wir hier eigentlich überhaupt für eine Aufgabe haben. Das ist Bonus. Bonus interessiert uns nicht. Da oben müssen wir hin. Und zwar, um die Monumentkammer zu betreten. Bonusaufgaben interessieren mich nicht, weil ich dafür die Zeit nicht verschwenden möchte. Also es ist ganz gut, wenn man sie macht. Wenn man levelt, dann kann man die auch gleich ein bisschen mitmachen, keine Frage. Aber ich finde halt einfach, ich zeige euch hier lieber ein bisschen was von der Geschichte, ein bisschen was von den Hauptaufgaben, die man machen kann. Und diese Bonusdinger, ja, das ist halt, ihr seht es ja, ne? Das ist immer so, was weiß ich, tötet 10 von denen oder sammelt 5 von dem und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht sonderlich spannend, sondern wir müssen uns mal hier ein bisschen regenerieren. Das sollte man zwischendurch immer mal wieder machen.
Weil sonst seht ihr ja, die Leiste, die war schon nicht mehr ganz so gefüllt. So, das soll aber erstmal reichen. So, jetzt müssen wir noch einen Gang... Ne, wir können gleich hier nach links abbiegen, ganz prima. Dann machen wir das auch. Dabei... Oh, da kommt hier unser Freund hier angehoppelt. So, dann können wir hier reinspringen gleich. Da haben wir die Inquisitor-Phase à la Hepp. So, pack mal dein Schwert wieder weg. Ach nee, brauchst du gar nicht auspacken. Wir brauchen es jetzt sowieso. Oh, wenn es das ist, was ich denke, dann war das damals ziemlich schwer. Oh, Erfolg abgeschlossen. Bestienmeister von Korriban, oder? Was haben wir denn hier? Ah, 10 von 10. Nee, 10 von 80. 10 von 10. Oh, du hast alle Bestiarium-Wissensobjekte auf Korriban gefunden. Ah, es ist ja super. Und was haben wir hier für ein Gedöns? Du hast 10 gescheiterte Akolyten und andere Verstoßene der Sith-Akademie besiegt. 6 von 10. Ach so, habe ich das? Ach, guck mal, Shyrax. Ach Mann, schön. Ja, ja, der Name Shainaya, mit dem kann man schon ganz schön viel anstellen. So, jetzt wollen wir mal hier, das sind solche Harpien oder sowas. Ach hier, das sind ja diese Shyrax, alles klar. Ach Shai, tut dir das nicht in der Seele weh, die zu töten? Tja, es ist, glaube ich, doch nicht das, was ich dachte hier, wo ich damals das allererste Mal gestorben bin. Und selbst wenn wir hier sterben sollten, dann dient das natürlich alles nur zu Demonstrationszwecken, damit ihr einfach wisst, wie hier auch das Sterben aussieht. Hallo? So, ich dachte gerade, die macht hier nichts. Zack! Kaputowitsch. So, oh, da haben wir irgendwelche Armschienen bekommen. Ah, können wir nicht tragen, mittelschwere Rüstung. Ja, man sollte zwischendurch immer mal wieder in sein Inventar gucken und schauen, was man da so Tolles hat. Mittelschwer können wir nicht tragen, das interessiert uns alles nicht. Hoppala. So, dann gehen wir mal jetzt fix hier hoch. Müssen wir hier hoch. Da haben wir dieses komische Dingsbums. Mal schauen, was passiert. Das Monument des Holocrons weist Spuren hunderter Versuche auf es gewaltsam zu öffnen. Oh je, den Kodex der Sith zitieren, kaputt machen, über die dunkle Seite meditieren. Ja, wir sagen mal den Kodex auf. Frieden gibt es nicht, nur Leidenschaft. Das Monument erzittert. Bestien greifen an. Oh, war das falsch? Tötet die Bestien. Ja, das hatte ich auch vor, aber das ist sehr nett, dass die Quest uns das nochmal sagt. Dass wir das tun sollen. Oh, wow, hallo. Jetzt weiß ich nicht, ob das falsch war. Wahrscheinlich schon, oder? Ich meine, wenn hier vorher schon ein paar Leute gewesen sind, die haben wahrscheinlich immer diesen komischen Kodex von sich gegeben. Und das Ding... Besorge das alte Holocron. Okay, wir machen nochmal. Das Monument bleibt verschlossen. Okay, oh, oh, oh. Blut opfern, Blitze abfeuern, über die helle Seite meditieren. Wir opfern Blut, unser eigenes? Vielleicht wird ein wenig Blut deinen Durst stillen. Nichts passiert. Tja, verdammte Axt. Wir probieren es nur nochmal. Das Monument bleibt verschlossen. Blitze abfeuern? Geh endlich auf, verdammt. Echt mal. Das Monument erzittert und öffnet sich dann. Das Holocron kommt zum Vorschein. Da haben wir es doch schon. So einfach kann es gehen. So, kehre zu Aufseher Harkun zurück. Ja, prima, prächtig. Okay, ja, ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass es irgendwie so, ja, dass man irgendwelche Opfergaben oder sowas bringen muss, dass man da vielleicht irgendjemanden anderen vielleicht dafür opfern muss. Ich hätte jetzt nicht mein eigenes Blut genommen, aber okay, die Shai, die ist da ganz hart im Nehmen, die kann das halt einfach. Huch, guten Tag. Dann greifen wir mal hier wieder fröhlich diese Gruppe an. So, für andere ist die Gruppe jetzt übrigens grau gekennzeichnet, dann wissen andere Leute einfach, die rumhopsen, aha, da können wir nichts abgreifen, das gehört der Shai. So, dann können wir hier wieder raus und mal gucken. Wir haben da, was haben wir denn noch? Ach, die Grabkammer müssen wir noch betreten, genau. Also wir haben diese Dinger eingesammelt, diese 4 komischen Code-Eintragungs-irgendwas-bla. Und, Scheitern ist keine Option. Nein, Scheitern ist wirklich keine Option. Aber wir können uns hier mal wieder ein bisschen auffüllen. Mann, 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 wir schließen ja auch eins nach dem anderen ab. Ach, schade, ich wollte gerade mal draufklicken. Können wir uns hier vorbeischleichen? Ach, wir sind ja so geschickt. Wir sind ja so geschickt. Uah. Ja, oder auch nicht. Da scheitert es schon wieder. Oh, ich wollte eigentlich die Nummer 3 drücken, nicht die Nummer 4. So.
Ganz genau, prima, prächtig. So, ich habe es übrigens schon auf Republik-Seite angekündigt. Ich bin mir, glaube ich, zu 99% sicher, wie weit ich das Spiel spielen möchte. Aber ich will dazu noch nicht sonderlich viel sagen, weil ich nicht weiß, wie lange das nochmal gedauert hat, bis man dahin kommt. Aber ich habe eine leise Vorahnung, wie lange das hier gehen wird. Beziehungsweise eigentlich habe ich keine Vorahnung, wie lange das gehen wird. Ich weiß nur, bis wohin ich ungefähr spielen will. Wie lange das dauern wird, das steht in den Sternen. So, komm, den nehmen wir hier noch mit. Falsche Taste wieder gedrückt. So, das hier wollte ich. Genau, wunderbar. So, dann können wir gleich auch mal irgendwann gucken, ob wir einen Ausbilder finden. Weil mit Stufe 5, da gibt es bestimmt wieder was Feines Neues. Verbrannter Akolyt. Ja, Mann, du arme Sau. Du siehst ein bisschen aus wie die Kollegin, die unser Ausbilder da kaputtgeschlagen hat. Netterweise. So, was haben wir jetzt hier? Dunkle Wissenschaft. Okay, dann gehen wir da in die Grabkammer hinein. Ach, dass mein automatisch Laufen immer noch nicht funktioniert auf der mittleren Maustaste. Ich bin aber auch ein Honk, dass ich es einfach nicht mal einstelle, ne? Naja. Gut, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie wir da überhaupt hinkommen zu dem Eingang. Ja, was ich ein bisschen schade finde bei Star Wars ist, das seht ihr aber dann später noch, wenn wir den Planeten wechseln, dass hier so nicht ganz so viel Leben irgendwie herrscht. Also hier sind natürlich Gegner und so weiter, aber gerade in Städten ist es später so, dass da nicht so viel los ist. Zumindest war das früher nicht so gewesen. Ich weiß nicht, ob sie da mittlerweile vielleicht ein bisschen was dran geändert haben. Das kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, wenn wir dann mal auf den anderen Planeten kommen, wie es dann aussieht und ob irgendwas dran geändert worden ist oder nicht. Es war immer ziemlich leblos, fand ich. Also, ja, man hat sich irgendwie immer so ein bisschen fremd gefühlt fast, weil man irgendwie, weiß ich nicht, die einzigste bewegende Person da irgendwie war, so ungefähr. Also es stand halt, oder die NPCs, die standen halt immer so einfach so rum und haben sich auch irgendwie kaum unterhalten. Und das war irgendwie, ja, fand ich nicht so schön. So, sammle eine dicke Chlorschneckenlarve als Köder. Bäh, wie widerlich ist denn das hier bitte? So, dann wollen wir das Viech dann mal angreifen. Ja, schade, ich dachte, das geht schon hinüber, aber leider nicht. So, ich mache das total gerne so von der seitlichen Perspektive, einfach um zu zeigen, wie cool das aussieht, wenn die kämpfen. Wobei ich sagen muss, dass es besser aussieht, wenn die gegen andere kämpfen, die auch ein Laserschwert haben. Ist es eigentlich Laserschwert oder Lichtschwert? Was ist der Unterschied zwischen einem Laser und Lichtschwert? Wenn ihr mir das sagen könnt, ihr Lieben, dann wäre ich euch echt verbunden. So, und da sehen wir schon, da ist ein gelber Strahl und kein blauer oder grüner, wie er es sonst ist. Und das bedeutet, wir haben da schon unser Questgegenstand drin. So, gleich dreimal. So, was haben wir jetzt? Jetzt sollen wir den Köder auslegen und zwar da oben. Jawohl, dann gehen wir da mal hin, beziehungsweise laden uns erstmal auf. Das finde ich ist eine ganz, ganz feine Fertigkeit, dass man sowas standardmäßig bei jeder Klasse dabei hat oder bei jeder Rasse, dass man da einfach dieses Aufladen hat. Das ist natürlich was Schönes, wenn man alleine kämpft. Das geht natürlich nicht im Kampf, aber um dann so ein bisschen schneller zu regenerieren, ist es natürlich nicht verkehrt. In anderen Spielen ist es dann halt so, dass man vielleicht irgendwelche Sachen essen oder trinken muss oder so. Und hier ist es halt so eine Fähigkeit. So, dann platzieren wir den Köder mal. Na, lecker. Leg den Köder, um den Tuakata hervorzulocken. Ja, wo kommt er denn jetzt her? Da ist er ja. Hol das Hirn des mutierten Tuakata. Das wollen wir machen. So. Und dann müssen wir uns noch entscheiden, wem wir denn das Hirn geben wollen. Da müssen wir dann nachher mal gucken. Also man kann dann hingehen und sagen, ja, ich habe das Hirn oder ich habe das Hirn nicht. Das kann man dann bei beiden Parteien machen. Und so, wunderbar. Dann haben wir das also auch. Prima, dann gehen wir hier mal raus. Und das kann man dann bei beiden Parteien machen. Und wir gucken einfach mal, wo es dann die bösen Punkte für gibt. Und das werden wir dann halt auswählen. Wie gesagt, normalerweise agiere ich eigentlich immer bei solchen Spielen so, wie ich es selber wahrscheinlich auch tun würde. Also so nach eigenem Ermessen. Aber ich finde halt, für so ein reingescheint, für so ein angezockt, da kann man schon mal so ein bisschen was, ja, so ein bisschen was anderes halt zeigen, finde ich. Also da sollte man einfach so die beiden, ja, krassen Gegensätze zeigen. So, das ist zumindest, finde ich das immer ganz praktisch. Und ich habe auch mal irgendwann gefragt, bevor ich angefangen habe mit diesem
mit Star Wars und so weiter, habe ich gefragt, wie das so aussieht, wenn ich sowas mache, so ein angezockt, ob ich dann Quests vorlesen soll oder nicht und so weiter. Und da kamen dann ganz verschiedene Wortmeldungen. Die einen haben gesagt, ja, auf jeden Fall. Die anderen haben gesagt, nee, ist nicht so wichtig. Im Endeffekt habe ich mich aber dazu entschieden, eigentlich geht es ja auch in MMOs um die Quests und die Quests sollte man auch eigentlich wirklich vorlesen. Und deswegen werde ich das dann auch in Zukunft zur Hand haben. Hier hat man da jetzt nichts zum Vorlesen, weil einem alles vorgetragen wird, aber naja. In anderen MMOs mache ich das dann aber so, dass ich immer alles schön vorlesen werde. So, jetzt können wir da unten zurückkehren und unsere Aufgaben abgeben. Wie gesagt, hier ist es wirklich so irgendwie, ne, es sieht so ein bisschen, weiß ich nicht, hier stehen so ein paar Leute rum, aber so wirklich viel los ist hier eigentlich auch nicht. So, dann gehen wir jetzt erstmal zu der Frau und mal gucken, was sie uns nochmal zu sagen hat. Habt ihr das Hirn des mutierten Dukata schon gefunden? Ich möchte das Geschäft, das wir besprochen haben, gern zu Ende bringen. So, jetzt können wir sagen, ja, ich auch, ihr das Hirn geben, dafür kriegen wir gute Punkte. Oder wir sagen einfach, ich habe es doch gar nicht. Tut mir leid, der mutierte Dukata ist mir noch nicht begegnet. Das Vieh ist doppelt so groß wie ein normaler Dukata. Ihr gebt euch einfach nicht genug Mühe bei der Suche. Bla. Im Übrigen sehen die Texturen ein wenig matschig aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon auf der Seite erzählt habe. Ich habe ein bisschen an der Grafik runterschrauben müssen, weil es sonst geruckelt hat. Normalerweise hat das eine sehr, sehr, sehr gute Grafik, wie ich finde. Und das ist jetzt einfach ein bisschen, ja, auf Mittel, glaube ich. Langsam geht mir die Geduld aus. Habt ihr jetzt endlich das Gehirn des mutierten Dukata dabei oder soll ich jemand anderen schicken? So, hier habt ihr das Gehirn, dafür gibt's dann böse Punkte. Ich brauche mehr Zeit, wir geben ihm das natürlich. Ich habe, was gewünscht war. Ah, haha, hervorragend. Zeigt her. Vergesst aber nicht, wer euch geholfen hat. Es ist im besten Zustand, das Hirn hat ein bisschen was abgekriegt, naja. Erinnert euch daran, wer euch bei eurer Forschung assistiert hat, mein Lord. Wenn ich meine Weisheit mit dem gesamten Imperium teile, bekommt ihr auch einen winzigen Zipfel meines Ruhmes ab. Ihr habt Erstaunliches geleistet, mein junger Fremdling. Ich habe nichts dagegen, eure Bemühungen zu honorieren. Ja, dann verraten wir doch nochmal die andere Frau da vorne. Malora hat verlangt, dass ich euer Experiment sabotiere. Stimmt das? Malora, wenn ihr meiner Forschung nicht die gebührende Anerkennung zollt, kann ich euch als Schülerin nicht gebrauchen. Nein, Meister! Es ist alles gelogen. Ich habe euch nicht verraten. Ich erkenne die Wahrheit, wenn ich sie höre, Malora. Ich entlasse euch aus meinem Dienst, wenn ich mit euch fertig bin. Ah! Alter, bitte nicht! Halt! Nein! Ah! Aber meine Liebe, der Schmerz fängt doch gerade erst an. Nehmt eure Belohnung und geht. Malora und ich haben noch einiges zu besprechen. Ich habe ja wohl einen Bonus verdient. Ach, ja, genau. Ihr solltet mich belohnen, weil ich diese Verräterin entlarvt habe. Einen Feind des Sith-Imperiums bloßzustellen, trägt seine Belohnung bereits in sich. Und jetzt geht. Na gut, wenn du das so sagst. Ja, jetzt haben wir 150 dunkle Punkte bekommen. So kann es gehen. Hier haben wir wieder so ein Kartellmarktsgedönse und ein paar schöne, nette Stiefelchen bekommen. Ja, ihr Lieben, und Stufe 6 sind wir schon. Ja, dieses Imperium, das ist nichts für zartbeseitete Leute, möchte ich mal sagen. Ja, also da kann man schon ganz ordentlich was abgreifen, was dunkle Punkte angeht. Und da oben, haben wir das nicht letztes Mal schon freigeschaltet? Na, wir gehen nochmal hin. Allerhepp. So, tja, die arme Malora, die hat jetzt wohl die Arschkarte gezogen, möchte ich fast sagen. Aber es ist ja nun mal so, ne? Sie hätte ihn ja verraten. Ich meine, wir haben ja jetzt nichts Falsches getan. Wir haben ja keine Lügengeschichten erzählt. Es ist einfach nun mal so. Guten Tag. Zeige alle autorisierten Ziele an. So, wunderbar. Hier sehen wir jetzt da vorne, da haben wir noch die Aufgaben abzugeben. Ein wenig Wissen und verlorene Vorräte. Und deswegen fliegen wir da jetzt mal hin. Hier mit unserem coolen Schiff. Ja, hier sehen wir auch das Imperiums-Logo drauf. So, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber man bekommt ja später auch sein eigenes Gefährt. Ich weiß nicht mehr, mit welchem Level das war. 15? 20? 30? Ich bin mir da wirklich so unsicher, weil es in so vielen verschiedenen MMOs immer zu verschiedenen Zeiten die ganzen Reittiere gibt. Und hier sind es ja auch keine Reittiere, sondern hier sind es halt solche
Solche Schiffe dann tatsächlich. So, dann steigen wir aus, Shai. Und dann wollen wir mal gucken, wo wir hin müssen in die Akademie. Ach, der eine steht hier draußen noch. Ach ja, genau. Das würde ja der mit den verlorenen Vorräten sein, nehme ich mal an. Genau, der Sergeant Garus. So, guten Tag. Ja? Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Moment mal. Ist das etwa das fehlende Forschungsmaterial? Das hatte ich schon vor Tagen abgeschrieben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin. Es dauert Monate, um einige dieser Chemikalien herzustellen. Euch nützen sie nicht viel, aber für uns sind sie essentiell. Danke. Ihr dürft euch im Gegenzug auch gerne mit unserer Ausrüstung eindecken. Ich werde dem Commander von euch berichten. Das ist aber sehr freundlich. Vielen Dank. Und da bekommen wir eine Schärpe, also einen Gürtel quasi, den wir ausrüsten können. Wir haben noch keinen an, deswegen sind wir da natürlich sehr froh drum. Hier haben wir wieder einen Typen zum Verkaufen und da kann alles weg. Du kannst mir mit deinen Credits dienen, indem ich dir hier meinen ganzen Nonsens nämlich gebe. Zack, 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 alles weg. Was haben wir da? Achso, das können wir vielleicht gleich mal benutzen. Was haben wir hier? Das taugt nichts. Ach, guck mal, da hätten wir ja schon eine Schärpe zum Ausrüsten gehabt. Naja, was soll's. So, jetzt gucke ich mal gerade, was das hier war. Ich mache mal Rechtsklick drauf, zack. Was haben wir denn hier? Ach so, erhöht Erfahrung durch sämtliche Aktivitäten. Na, das ist ja ganz, ganz, ganz toll. So, dann gehen wir zurück in die Akademie und geben dort unsere letzte Aufgabe ab. Das ist ja dann unsere Story, unsere Geschichte, die wir verfolgen. Da müssen wir jetzt wieder zu unserem Meister Harkun zurückkehren, der uns ja so liebevoll behandelt. So, das ist hier immer alles so weitläufig und riesig. Und das ist halt das, was ich gemeint habe. Dafür ist hier halt wirklich ziemlich wenig los. Meiner Meinung nach zumindest. So, jetzt weiß ich gerade nicht, mussten wir hoch? Oder mussten wir einfach hier lang? Ich verlaufe mich ja ganz gerne. Ach, da kommt auch einer lang. Der hatte da so einen kleinen Gefährten, habt ihr gesehen? Einen kleinen Gefährten vor allem. Der war ja größer als der eigentliche Charakter. Ja, wir werden auch irgendwann mal einen bekommen. So, guten Tag, ich bin wieder da. Hoffentlich hast du das Holocron und verschwendest meine Zeit nicht. Eine Fälschung. Oder vielleicht aus der Bibliothek gestohlen. Ich befasse mich noch später mit dir. Es ist Zeit für eine weitere Demonstration. Geer, tritt vor. Ja, Aufseher. Phone, töte ihn. Mit Vergnügen, Aufseher. Geer soll euch als Beispiel dienen. Phone hat ihn problemlos vernichtet, so wie er euch alle vernichten wird. Hat noch jemand Einwände? Ihr macht uns nur stärker, Harkun. Und deine Kommentare beschleunigen nur deinen Tod, Made. Die anderen von euch kennen ihre nächste Prüfung. Geht. Sklavin, du bleibst hier. Nun, du hältst dich wohl für besonders schlau, weil du das Holocron erlangt hast, was? Ich bitte dich, du wolltest es haben und nicht aufs Ziel gebracht, du Depp. Ich bin einfach unschlagbar. Du kannst froh sein, dass dich Lord Sesh nützlich findet. Und jetzt zu deiner Prüfung. Die letzten dunkelsten Geheimnisse von Tulak Hort verbergen sich in seinem Grab. Lord Sesh will diesen Text. Aber die letzte Ruhestätte des toten Lords ist nur schwer zu erreichen. Schon viele haben dort ihr Leben gelassen. Ach, Mann, 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 Mann. Die alte Nummer. Ihr schickt mich in ein Grab, um etwas Unmögliches zu tun, hofft auf meinen Tod und ich komme trotzdem wohlbehalten zurück. Schweig endlich. Ich kann dein Gespött nicht mehr hören. Komm erst dann wieder, wenn du den Text aus Tulak Horts Grab hast. Und jetzt geh mir aus den Augen. Ja, ja, der Typ, der hat schon faustdick hinter den Ohren, oder auch nicht. Also ein ganz komischer, blöder Kerl ist das. So ein Robenrock bekommen wir hier. Oh, wie schick, wie schick, wie schick. Sieht das nicht stylisch aus? Boah, cool, oder? Ich mag ja solche langen Röcke, solche Roben und so. Finde ich total toll. Auch im Real Life.
Also ich trage jetzt nicht gerne eine Röcke oder Kleider oder so, aber sowas, ach, das ist schon irgendwie schick. So, wo müssen wir denn nun hin? Wir müssen ins Archiv, dafür müssen wir erstmal wieder hier hinaus. Können wir irgendwie nicht mal hier die Karte ein bisschen... natürlich kann man das. Prima, prächtig. So, falls ihr gerade das Telefon klingeln hört, dann bildet euch einfach ein, mein Handy klingelt hier von der Schei oder so, keine Ahnung. Ah, jetzt haben wir hier wieder zwei Aufgaben. Auch sehr fein. Die nehmen wir auch gleich mit, würde ich sagen, wenn wir schon mal hier sind. Aber was ist denn da? Ach so, ich dachte gerade hier wäre... Der hat hier so ein Zeichen. Das hat auch irgendeine Bedeutung. Nahkampf. Ich glaube, wenn das bei normalen Gegnern ist, dann bedeutet das immer, dass sie dann Elite sind oder sowas. Also ein bisschen stärker. Die sind dann zwar vielleicht auch Level 6, aber eigentlich so stark wie Level 8 oder so. Ne, wisst ihr, wie ich meine? Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. So, dann reden wir erstmal mit der hier. Hallo. Ich habe Verwendung für euch. Welchen Botengang ihr auch für euren Meister machen sollt, das kann warten, bis wir fertig sind. Oha. Was gibt euch das Recht, mir Befehle zu erteilen? Ich bin Inquisitorin Urind und ich repräsentiere die Geheimoperationen der Sith. Wir halten gegenwärtig einen wichtigen Jedi gefangen. Einen Spion, der die Akademie erreichen wollte. Wir haben Pläne mit ihm. Bei der Gefangennahme haben wir herausgefunden, dass der Verstand des Jedi leicht zu manipulieren war. Durch eine Mischung aus Drogen und Magie haben wir ihm falsche Erinnerungen verpasst. Bald wird er zu seinen Jedi-Kommandanten zurückkehren und die Lügen berichten, mit denen wir ihn gefüttert haben. Er wird nicht wissen, was wir getan haben. Wir müssen nur noch seine Flucht inszenieren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und was wird er den Jedi sagen, sobald er frei ist? Womit habt ihr ihn gefüttert? Informationen, die gewisse Kolonien im Outer Rim überzeugen sollten, ihre Verteidigung zu reduzieren. Sobald das geschieht, können wir die Zerstörung dieser Kolonien und ihrer Jedi-Beschützer arrangieren. Ihr seid jung und neu genug, um einen plausiblen Verräter abzugeben. Geht zu dem Jedi. Sprecht mit ihm. Tut, was er sagt. Erschleicht euch sein Vertrauen. Wenn das erreicht ist, befreit ihn. Tut, was auch immer nötig ist, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Wir werden sicherstellen, dass er sein Schiff erreicht und sicher zu seinen Jedi-Freunden zurückkehrt. Ja, ich bin ja nicht so davon überzeugt. Tja. So gut wie erledigt. Ihr findet den Jedi Quarian Dorius im Kerker. Er ist noch immer verwirrt und sollte nicht allzu schwierig zu überzeugen sein. Naja gut. Ich bin ja ein bisschen skeptisch, was diese komische Sache angeht. Aber naja gut, mal gucken, was der hier für uns hat. Ah, schon wieder steht ein Akolyt im Schatten unserer Akademie. Ihr haltet euch sicher für privilegiert. Sagt mir, fremdes Geschöpf, das Sith werden möchte, wie viel habt ihr bisher von unserer Zivilisation gesehen? Seid ihr beeindruckt von der Macht und dem Ruhm dieser Welt? Oh, ich mag dem seine Synchronstimme gerade total gerne. Tja, was sagen wir denn? Ich bin nur Schülerin hier. Ein Urteil steht mir nicht zu. Nein, aber mir. Korriban wurde vor Jahrtausenden von den reinblütigen Sith erbaut. Unsere Vorfahren, ein purpurrotes Volk von Eroberern, hat die Statuen errichtet, die uns hier umgeben. Im Laufe der Zeitalter hat sich unser Volk jedoch mit Sklaven vermischt. Die rote Haut als Zeichen der wahren Sith ist selten geworden. Und die Reinheit des Planeten ist in Frage gestellt. Ah, ja. Ich hoffe, das geht auch noch etwas genauer. Die wahre Reinheit und Stärke liegt im Blut. Es macht mir Sorgen, dass unser Blut schon seit Generationen verwässert wird. Ich bin im Namen des Imperators hier, um herauszufinden, ob die Aufseher in der Akademie von reinem Sith-Blut sind oder nicht. Und ihr seid mein Werkzeug. Wie bitte? Ich bin dein Werkzeug? Tja... Wer seid ihr, dass ihr beurteilen dürft, ob ein Sith rein oder minderwertig ist? Als Agent des Imperators und des Rats der Sith werde ich über sie Bericht erstatten und notfalls Maßnahmen ergreifen, um die reinblütige Vormachtstellung wiederherzustellen. Ich besitze ein uraltes Gerät, ein Holochron, das Blutlinien identifizieren und aufzeichnen kann. In der Nähe der Aufseher wird es aufleben und pulsieren. Lasst das Holochron einfach seinen Zweck erfüllen. Stellt euch neben die Aufseher, sodass es ihre Blutreinheit ermitteln kann.
Dann kehrt hierher zurück und wir werden die Wahrheit erfahren. Entschuldige mal bitte, da kann ja jeder kommen. Ja, und sagen hier, hallo, der Imperator hat mich persönlich geschickt. Wo führt das denn bitte hin? Also, nö. Mann, da haben wir irgendwas. Ach so, das war das mit dem Gefängnis-Fuzzi. Da können wir uns mal vorhinstellen. Dann machen wir das bei der nächsten Aufnahme mal als erstes, würde ich sagen. Aber jetzt soll es das erstmal gewesen sein, möchte ich sagen. Denn, ihr Lieben, die halbe Stunde ist schon wieder rum. Ich zeige euch nochmal unsere schöne Shai. Oh. Unsere schöne Shai. Ja, die sieht schon richtig böse aus, oder? Das ist schon so eine kleine Halunkin. Naja, jedenfalls wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und entweder bis Mittwoch oder bis nächsten Sonntag. Tschüss.